Meine Damen und Herren, liebe Zuseher, ich darf Sie herzlich begrüßen aus Gerlos. Ja, fast schon meine zweite oder dritte Heimat mittlerweile und ich freue mich heute sehr, Ihnen einen ganz speziellen Volkstalk präsentieren zu dürfen und zwar mit der Gruppe Gerlos Blut. Eine Gruppe, eine ganz sensationelle Formation, die man mittlerweile auch schon seit einigen Monaten bei uns auf Volkstv kennt. Und lieber Stefan, in Zukunft kennen wir euch noch besser, denn wir dürfen ja heute das brandaktuelle und neue Video von euch dann gleich präsentieren, oder? Ja, hallo Daniel, servus. Da in Gerlos und natürlich servus alle Volkstv-Zuseher. Ganz was Besonderes, ja, ein Video haben wir dran drauf mit Volkstv. Jetzt schauen wir mal, ob es die Leute gefällt, ne? Da schauen wir dann alle gemeinsam hin. Zuvor nützt mir aber die Chance, wie lange gibt es Gerlos Blut schon? Ich glaube 2013 war so ein wunderbares Jahr und ihr habt euch auch kennengelernt in einer Blasmusikformation. Genau, 6 Jahre gibt es uns jetzt. Also der Roland und der Hannes sind ja Brüder, die sind bei der Blasmusik und ich bin auch bei der Musik gewesen. Und ja, da haben wir uns halt kennengelernt und auf der haben wir so bei Hüttenabend gespielt oder natürlich nach einer Musikprobe sitzt man beieinander, spielt man ein bisschen. Ja, und da haben wir gesagt, machen wir was draus und ja, das ist eine gute Freundschaft zwischen uns drei und natürlich, das will man auch weitergeben mit der Musik. Und es soll vor allem so weitergehen, weil es funktioniert bis dato sehr, sehr gut. Man hat das Gefühl, es geht stetig bergauf. Und lieber Hannes, ich glaube, man darf es auch so behaupten, wenn man jetzt schon ein bisschen ins 2020er Jahr blickt. Es wird sehr interessant und vor allem actionreich auch für die Musikanten von Gerlos Blut weitergehen, denn ihr seid sehr gefordert. Ja, es ist ja so, uns wird nie langweilig, Gott sei Dank. Wir sind gerne unterwegs, wir sind viel unterwegs und wir sind eigentlich rundum zufrieden. Und für 2020 haben wir schon wieder viele Sachen geplant. Wir werden wieder eine Single machen. Wir sind heuer im Winter auch wieder viel beim Après-Ski tätig. Also in der Hinsicht da ein bisschen unterwegs. Und im Sommer gibt es natürlich dann wieder unsere Madl-Wadl-Party am 1. August-Wochenende. Das ist 2020 der 1. und 2. August. Das haben wir schon dick eintragen im Kalender. Und ja, vielleicht dürfen wir die auf abbegrüßen. Das müssen wir oft noch schauen. Ich würde mich sehr freuen. Es ist immer das Komplizierte mit den Terminen, aber ansonsten müssen wir es einfach verlegen und einfach 3-4 Mal die Madl-Wadl-Party oder Madl-Wadl-Party hier in Gerlos veranstalten. Jungs, wir dürfen aber auch gleich Werbung machen. Nicht nur für Gerlos, sondern auch für dieses Haus, wo wir uns hier und heute befinden, ist ja vielleicht auch ein ganz, ganz toller Tipp für die Urlauber. Egal ob Sommer oder Winter, man ist in Gerlos immer herzlich willkommen. Ja, natürlich, wir sind da am Kupfnerhof, also ich und mein Bruder, der Roland, sind da aufgewachsen. Wir haben Gästezimmer und Ferienwohnungen zu vermieten mit Frühstück und allem drum und dran. Wir haben auch einen Bauernhof dabei. Also wenn jemand einen Aktivurlaub machen will mit Arbeiten oder irgendwas, haben wir natürlich immer was zu tun. Und ja, kommt einfach vorbei und schaut euch das selber an. Bedeutet, er darf dann, bevor er auf die Piste geht, mit in den Stall gehen. Genau. Ja. Somit haben wir den Aktivurlaub jetzt auch verstanden. Lieber Stefan, ja, Gerlos, rund um Gerlos, da gibt es so viele Musikanten. Darf man das eigentlich so verstehen? Wenn man in Gerlos irgendwie aufwächst, wächst man auch mit der echten Volksmusik auf. Man kommt da gar nicht drum hinweg. Das ist einfach so. Man wird von den Eltern erzogen, dass man diese Musik auch hören sollte und dass es diese Musik gibt. Wie ist das da? Ja, bei mir ist das sowieso nur mal besonders, weil der Papa ja auch schon über 35 Jahre Tanzmusik spielt, also der war früher das Gerloser Jodler-Trio und jetzt heißen sie Tour Montana und das ist natürlich da gewaltig gewesen, weil immer zu Hause habe ich immer einen Zircher gehört, das hat mich immer fasziniert und natürlich, wenn man dann die Schwester war bei der Blasmusik und da schaut man halt, dass man da reinkommt und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, ist, wenn man die ganze Musikszene sieht allgemein. Man kommt immer zu Leuten dazu und wenn man zu Leuten dazu kommt, ist das einfach eine Gesellschaft und das hat mir immer gefallen und ich glaube, das ist eigentlich das, was das ausmacht bei uns. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist wahrscheinlich aber dann auch eure Multi-Instrumentalität. Ihr spielt ja alle mehrere Instrumente, natürlich auch wegen der Blasmusik geschuldet und ich glaube, es ist dann sehr wichtig, wenn man als Trio-Formation ein bisschen umwechseln kann, sich weiterentwickeln kann, ist das wahrscheinlich auch eures oder eins eurer größten Plusmerkmale oder einer, wo man wirklich sagen muss, das macht Gerlos Blut vielleicht ein bisschen besonderer wie die anderen Trios hier. Ja, das bin ich schon der Meinung. Schon, ja. Oder? Wenn ich jetzt nur die zwei Brüder anschaue, ne, die haben ja relativ viel Blasinstrumente und die Leute schauen da schon relativ rein, wenn auf einmal zwei Trompeten kennen. Das glaube ich. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn ein Bariton auch vergessen wird. Das ist einfach, es geht nicht immer den ganzen Nacht oder den ganzen Tag gleich dahin, wenn man blöd sagt. Das ist ja wirklich ein bisschen Abwechslung. Und wenn man halt schaut, dem Land die Rolle treue oder dem böhmischen Traum, ich glaube, da braucht es schon mal eine Trompete und ein Bariton und dann ist das schon
ein bisschen was anderes. Original muss ja original bleiben. Genau. Und sehr originell, lieber Hannes, sind auch mittlerweile eure Produktionen. Ihr habt ja mittlerweile in den letzten Jahren gesehen, schon 2 CDs, 2 Produktionen rausgebracht. Und auch da wird es wahrscheinlich wieder Grundgedanken geben, dieses Sortiment, diese Sammlung zu erweitern, oder? In der nächsten Zeit. Ja, richtig. Wir haben eigentlich 2 Produktionen schon länger am Markt. Wenn Musik klingt, wo unser Debütalbum, dann haben wir 2 Jahre drauf eine Longplay-CD auf Los geht's los gemacht. Und jetzt haben wir da das 3. Produkt in Händen, Don't Worry, Be Girlos Blood. Das ist ein bisschen ein englischer Titel, aber ich sage, gesungen ist der Titel dann in Deutsch. Aber das hat einfach ein bisschen den Hintergrund. Mir soll einfach ein bisschen verrückt sein, seid einfach ein bisschen Girlos Blood, ne? So in der Richtung. Ne? Weil ich sage, im Leben ist immer das ist wichtiger, ein bisschen Abwechslung haben. Und wenn man jetzt Jahr und Tag kommt da viel in der Arbeitswelt oder gleich wo, immer das Gleiche machen muss, dann wird es immer monoton. Und für uns ist das auch wichtig, dass man einfach ein bisschen Abwechslung hat, ein bisschen modernere Titel, aber auch volkstümliche Titel und dann hat man einfach ein bisschen Abwechslung und das, auf das legen wir auch ein bisschen Wert. Im Endeffekt hat jetzt der Herr Daniel Düsenfritz auch etwas gelernt, also es gibt schon die 3. CD, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Du sprichst die perfekte Mischung, die perfekte Abwechslung an und da sind wir jetzt schon bei eurem Titel, bei eurem brandneuen Video, den ich habe schon ein bisschen reinschauen dürfen und man darf schon behaupten, oder da ist alles so mit dabei, was auch Girlos Blood aktuell im Jahre 2019 widerspiegelt. Moderne Klänge, ein wunderbares aktuelles Thema. Frauen sind sowieso immer präsent immer, und trotzdem aber dieser Hauch von der Steirischen, der sollte auch nicht fehlen. Ich glaube, das ist ein perfekter Mix. Ja, ich dazu sagen, das ist einmal, wie gesagt, der Hannes sagt immer ein bisschen modern, das muss immer sein und ich bin auch der Meinung. Und wenn man das ein bisschen mit dem Zircher, wie wir sagen, in Zillertal ein bisschen mit begleiten kann, ist das schon was Besonderes. Wie gesagt, wir haben einfach von Zillertal, der Zircher, der darf nicht fallen und oft ist das, so gehört das dazu. Wir haben jetzt schon sehr viel verraten und jetzt wollen wir gar nicht mehr verraten, sondern genießen wirklich zum allerersten Mal hier bei uns auf Volkstv, meine Damen und Herren, dieses neue Video. Du darfst es auch gern, wenn du möchtest, selbst ankündigen, wie es heißt und dann, Sommer Nummer 1, gute Unterhaltung Ihnen zu Hause. Bitteschön. Ja, der Titel heißt Auch wenn die Welt sich um dich dreht, natürlich geschrieben von unserem Hannes. Er ist ein bisschen der Mann für die Damenwelt und deswegen hat er den Titel geschrieben und viel Spaß. Das, liebe Zuseher, ist das neue, wundervolle Video von unseren heutigen Gästen von der Gruppe Girlos Blood. Obwohl ich sagen muss, ich bin ja heute Gast bei euch zu Hause und es ist wirklich wunderschön. Ich will da im Endeffekt gar nicht weiter. Girlos lädt ein, nicht nur zum Skifahren, sondern auch zum Genießen. Und Girlos lädt vor allem ein, jedes Jahr im August zu dieser einzigartigen Madl-Wadl-Party, wo ihr gemeinsam, ich glaube, mit der Feuerwehr die Veranstalter seid und es wird im Endeffekt immer besser, immer größer, immer erfolgreicher und somit die Frage, was haben wir denn schon fürs nächste Jahr, Anfang August 2020 geplant, lieber Hannes? Ja, zuerst einmal möchte ich mich bedanken recht herzlich bei der Feuerwehr, die ganzen freiwilligen Helfer, weil es ist wirklich ein Riesenaufwand, wir bauen da 2-3 Zelte auf, Bühnen, Küche, alles und das wird alles eigentlich von der Feuerwehr und von den freiwilligen Helfern abgewickelt, also Hut ab, was die da leisten in dieser ganzen Woche und es ist prinzipiell immer am 1. August Wochenende, also von Datum her ist eigentlich komplett egal, jedes Jahr, 1. Samstag, Sonntag in August ist diese Madl-Wadl-Party und 2020 ist sie auf den 1. und 2. August gefallen und da sind wir jetzt schon langsam schön die Vorbereitungen, wir haben letztes Jahr mit einem super Kameramann, mit Kofla-Jo, der hat uns das Ganze verfilmt, da haben wir ein YouTube was innen, dass die Leute das ein bisschen vorstellen können, was ist bei der Madl-Wadl-Party und was geht es da und wir laden eigentlich immer viele bekannte und befreundete Musikgruppen ein, dass wir da einen netten Geschnacht haben, abwechslungsreiches Programm und gutes Essen. Da gibt es auch Bratel und alles Mögliche. Und ja, dass eigentlich kein Wunsch offen bleibt, ne? Dass alles erfüllt wird. Den Roland dürfen wir neu bei uns in der Runde begrüßen und auch für dich wahrscheinlich, lieber Roland, ist es nicht nur ein Heimspiel, sondern vielleicht auch der aufregendste Auftritt im ganzen Jahr? Die Madl-Wadl-Party ist auf alle Fälle der aufregendste Auftritt bei uns. Das ganze Jahr ist eigentlich so gesagt, weil man einfach so viele Leute kennt und immer jedes Jahr wieder so viele Leute kommen. Speziell für die Madl-Wadl-Party auch teilweise kommen auch viele Leute her und es ist einfach schön, dass man miteinander also ein lässiges Wochenende verbringen darf. Ich kann mich noch gut erinnern, wir durften ja für euch auch einen Werbespot auf Volkstv entwerfen. Viele Zuseher haben darauf reagiert, haben gesagt, ja, dann müsste man fast irgendwie ein paar Tage in Girlos Urlaub machen, das wäre kein Problem. Jetzt dürfen wir gleich einmal nochmals, wenn es heißt Madl-Wadl-Party nachfragen, gibt es schon ein paar Gruppen, die wir bekannt geben dürfen? Oder ist noch alles geheim und in Vorbereitung? Das ist jetzt noch alles in Vorbereitung mit den Gruppen, aber man kann so viel verraten. Wir haben eigentlich jedes Jahr relativ von dem her gesehen das gleiche Programm. Wir haben vorher immer eine Bläserpartie dabei. Mhm.
mit böhmischen Intola. Super. In die Richtung. Dann spielen meistens wir oder noch eine Gruppe mit zwei, drei Musikanten auf der volkstümlichen Schiene. Und dann geht es ein bisschen in die Partymusik moderner rein. Und zum Schluss, sechste Jahr heuer schon dabei, immer unser Robert, der DJ, der macht dann einen Außenschmeißer. Das ist dann sozusagen schon Kultstatus, genau, wenn der DJ Gas gibt. Jetzt lasst uns noch ein bisschen über eure Produktionen, über euren neuen Song sprechen. Don't Worry Big Yellow's Blood, der hat es ja mittlerweile auch geschafft in einige Hitparaden, so habe ich das mitverfolgt. Zum Beispiel in Tirol, sensationell gut unterwegs. Also auch ja, über diesen Weg habt ihr wahrscheinlich wieder viele Rückmeldungen, dass das genauso weitergehen soll. Oder das ist vielleicht jetzt der neue Sound von Gerlos Blut und auch der zukünftige für die nächsten 5 Jahre. Ja, das stimmt. Bei Radio Tirol sind wir in der Hitparade und beim TT in der U1-Hitparade vom Hupsi Trenkwalder sind wir jetzt schon auf beiden, sind wir im Podest, haben wir einen Podestplatz geschafft und sind wir auch immer noch vertreten drinnen. Und da sind wir mächtig stolz und auch danke die Hörer, die für uns auch teuflisch anrufen, für die Unterstützung. Das ist das Allerwichtigste, denn ohne diese großartige Unterstützung kann man wahrscheinlich den größten Hit haben und es passiert damit nichts. Lieber Hannes, wir haben schon sehr vieles heute verraten, eben über dieses neue Video gesprochen, über eure Veranstaltung. Jetzt lass uns was ganz Wichtiges noch klären. Wenn zu Hause in der Steiermark oder in Kärnten jetzt ein Veranstalter sitzt und sagt, die kehren eigentlich auch ab und zu raus von Gerlos, die wollen wir gern bei uns auf der Bühne haben, wie kontaktiert man euch am einfachsten? Bei uns ist das ganz flexibel, entweder über E-Mail oder Telefon. Auf unserer Homepage www.gerlosblut.at ist eigentlich alles vertreten, Telefonnummer, E-Mail, und das kann man auch ganz einfach googeln. Und ja, also alles möglich. Schmeißt ihr gemeinsam nicht nur diese Formation, sondern seid eben auch dann vor allem im Winter in der Hochsaison sehr viel beschäftigt da zu Hause, in diesem Haus. Wie viel Zeit hat man eigentlich selbst, dass man Gerlos genießen darf? Denn das ist immer ganz, ganz schwierig. Man vergisst ja oft, was man zu Hause vor der Haustür Schönes hat. Aber wie macht ihr das? Wie schätzt ihr das dann trotzdem? Ja, es ist eigentlich so, Zeit hat man so viel, wie man sich selber Zeit nimmt. Und das ist ganz ein wichtiger Faktor. Ich muss sagen, wir sind viel unterwegs. Es freut uns, es macht uns Spaß. Und wenn man da keine Familie hat, was da Verständnis hat, deswegen ist es für uns super, dass die Familienmitglieder auch selber Musik machen. Also die wissen schon ein bisschen, was da dranhängt, wie das läuft und dass man nicht immer genau das zu dem Zeitpunkt heimkommt, was man will. Man muss da einfach ein bisschen flexibel sein und sie unterstützen uns das ganze Jahr. Und auch in der Adventzeit haben wir es ein bisschen ruhiger. Da kann man dann wieder Zeit mit der Familie verbringen, was auch ganz wichtig ist. Und da ist einfach der Zusammenhalt das Wichtigste und das gegenseitige Verständnis auch füreinander. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut im Griff. Und ja, Nachwuchs haben wir auch, dann passt alles nicht. Ich wollte gerade sagen, das Weihnachtsgeschenk, meine Damen und Herren, das kommt beim Hannes dann erst im Jänner. Nicht, weil das Paket so groß ist, sondern eben, weil wieder Nachwuchs erwartet wird. In diesem Sinne auch alles Gute. Lieber Roland, lieber Hannes, ich danke euch natürlich auch an den Stefan nochmals. Ganz, ganz liebe Grüße, macht's genauso weiter. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Wiedersehen. Meine Damen und Herren, eins dürfen wir vielleicht schon verraten. Wir planen schon wieder etwas ganz, ganz Cooles, das Sie dann auch vielleicht im Jahre 2020 hier bei uns auf Volkstv zu sehen bekommen. Das ist Gerlos Blut, das ist Gerlos vom Feinsten. Wir sehen uns gleich wieder aus Gerlos, denn da begrüßt sie dann mit mir gemeinsam auch ein ganz bekanntes Gesicht auf Volkstv. Also bitte bleiben Sie dran und wir sehen uns gleich später.